Liebe Freunde, es freut mich, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind, obwohl es draußen schneit. Ich erinnere mich, vor einem Jahr ungefähr, ich glaube, wir haben gerade diskutiert, ungefähr vor einem Jahr habe ich schon einmal zu Ihnen hier gesprochen. Seitdem ist diese Aufstellung jetzt auch zu Ihnen gekommen. Diese Aufstellung hat eine lange, lange Vorgeschichte. Ich möchte nur Ihnen ein Buch zeigen, was der Ausgangspunkt zu der Aufstellung ist, die jüdischen Kinder aus Frankreich deportiert. Sie hatten schon von dem Prozess gesprochen, den unsere Gruppe gegen Lischke, Hagen, Heinissen geführt hat, das heißt die Hauptverantwortlichen der Deportation der Juden aus Frankreich. Aber unsere Gruppe wollte auch unbedingt nicht nur die NS-Verbrecher bestrafen, sondern auch die Opfer zeigen. Das erste Buch, das wir veröffentlicht hatten über die Deportation der Juden aus Frankreich 1979, und zwar war das das Memorial der Juden aus Frankreich deportiert, wo wir die Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Geburtsorte und die Nationalität der Juden festhalten konnten. Wir hatten dann in den Jahren ungefähr Anfang 1990, und wir haben dann herausgefunden, dass unter den 76.000 Juden es 11.400 Kinder gab im Alter unter 18 Jahren und 2.000 unter ihnen waren nicht mal 6 Jahre alt. Und als wir damals die Listen zusammenstellten, mussten wir auch feststellen, dass viele der kleinen Kinder nicht mal die Namen kannten, nicht mal die Namen nennen konnten, als sie in Drancy waren und zur Deportation in die Busse geladen wurden. Meistens waren die Kinder schon von den Eltern getrennt, denn viele wurden ja von den Eltern getrennt und auch getrennt deportiert. Und deswegen war es unser Anliegen, diesen Kindern wieder ein Gesicht zu geben. Und zum 60. Jahrestag der Deportation der Juden aus Frankreich, das begann im März 1942, haben wir dann entschlossen, zusammen mit der französischen Eisenbahn, der SNCF, 2 Projekte durchzuführen. Das eine war, dass wir für die über 70 Transporte die Namen verlesen der Juden, die deportiert wurden. Die meisten wurden aus Drancy deportiert, aus Compiègne, Rivesaltes oder anderen Städten. Und dann war das Projekt eben auch die SNCF zu fragen, ob es möglich wäre, in den großen französischen Reisebahnhöfen eine Ausstellung zu zeigen, 11.400 Kinder aus Frankreich deportiert. Die SNCF hat sich Anfang an im Gegenteil zur deutschen DB sehr positiv uns gegenüber gezeigt und uns für dieses Projekt die 20 größten Reisebahnhöfe in Frankreich zur Verfügung gestellt, wie Lyon, Marseille und allgemein hatten wir auch dann von der die Unterstützung der Bahn für den Transport der Tafeln. Sie sehen hier eine Ausstellung, die ist völlig unterschiedlich von die wir in Frankreich durchgeführt haben. Hier ist die Ausstellung der Deutschen Bahn gezeigt, die Verbrechen der Deutschen Reichsbahn. Und innerhalb dieser Ausstellung sind 15 Stellen von uns zusammengestellt worden über die Schicksale der deutschen und österreichischen Jüdenkinder aus Frankreich deportiert. In Frankreich ging diese, wie schon gesagt, diese Ausstellung fast 3 Jahre lang durch die großen Hauptbahnhöfe. Die großen Hauptbahnhöfe, aber auch die großen Eingangshallen, was in Deutschland nicht mehr der Fall war. Es war im Allgemeinen so, dass die Reisenden unbedingt, wenn sie ihren Zug nehmen wollten und in den Bahnhof kamen, auf diese Ausstellung fielen. Viele hatten natürlich, wenn sie die Zeit hatten, nahmen sie die Zeit, die Ausstellung zu besichtigen. Andere hatten die Zeit nicht und stiegen in ihre Züge. Aber zumindest war es eine Überraschung, denn sie standen vor den Fotos von Kindern, die sie anlächelten. Und wenn sie dann den Titel drunter lasen, wurde ihnen mitgeteilt, dieses Kind wurde dort geboren mit den Eltern deportiert oder nicht mit den Eltern deportiert. Wir haben dann auch gezeigt, auf welche Transporte die Kinder dann umgestellt wurden. Manchmal wurden zuerst die Eltern deportiert, dann die Kinder.
Und im Allgemeinen hatte man auch versucht, die Kinder nicht in es wurden keine Kindertransporte durchgeführt. Wenn die Kinder deportiert wurden, wurden sie mit anderen Erwachsenen zusammengebracht, um eben nicht den Eindruck von Kindertransporten zu zeigen. Die Ausstellung hatte einen Riesenerfolg gehabt und es waren mindestens Hunderttausende von Ausstellungsteilnehmern, die diese Ausstellung sehen konnten. Wir hatten dann eben auch gedacht, dass wir diese Ausstellung hier in Deutschland vorschlagen können. Und da begann dann eben unsere Unterredungen mit der Deutschen Bahn. Sie haben schon erwähnt, dass Herr Medon sich da sofort sehr negativ gezeigt hatte. Nicht nur, dass er die Ausstellung ablehnte, aber auch gesagt, das gehört in keine Bahnhöfe. Und wenn ein Reisender mit einem Butterbrot durch die Ausstellung geht, hat es also eben keinen Sinn. Und es wurde eben nicht die Emotion zeigen, was natürlich völlig falsch war. Aber dieses Buch ist von, was ich Ihnen jetzt zeigte, mit den Fotos. Wir haben für die 11.400 Kinder schon über 4.000 Fotos zusammenstellen können. Und wenn wir neue Fotos haben, haben wir auch die Zusätze gemacht. Wir sind jetzt schon beim Additiv Nummer 9 gelandet. Das heißt, jedes Mal, wenn wir 100 neue Fotos von Kindern haben, bringen wir einen Anhang. Und Herr Tiefensee hatte, das war damals der Verkehrsminister, hatte dieses Buch eines Tages irgendwo gesehen und war von den Kinderfotos so beeindruckt, dass er dann eben Herrn Medon zwang, gewissermaßen eine Regelung zu schaffen. Es wurde ein Akkord geschlossen und Herr Gottwald vom Technischen Museum in Berlin schrieb dann die Geschichte der Deutschen Reichsbahn und den FICFI, unserer Organisation, wurde dann die Möglichkeit gegeben, 15 Tafeln zusammenzustellen. Das sind unsere Fotos, das sind die Geschichten der Kinder, die wir dann zusammengestellt haben. Im Allgemeinen die Kinder, die sind ungefähr 8.000 deutsche Juden und 2.000 österreichische Juden aus Frankreich deportiert worden. Oft sind, wenn die Eltern Österreich oder Deutschland vor dem Kriege flüchten wollten, hatten sie manchmal schon versucht, die Kinder vorher irgendwie in Sicherheit zu bringen. Aber wenn sie dann in Frankreich ab 33 ankamen, war es manchmal nicht mehr möglich, die Kinder zu retten. Es gab Kindertransporte, wie zum Beispiel der Kindertransport nach England. Es gab auch französische Organisationen, die Kinder dann in Gewahrsam nahmen und für sie sorgten. Aber im Allgemeinen von den 11.400 Kindern, die aus Frankreich deportiert wurden, sind sehr wenig zurückgekommen. Die Ausstellung in Frankreich hatte also unwahrscheinlich viel Resultate erzielt. Nicht nur, dass eben diese Kinder gezeigt wurden, aber auch da wir die Möglichkeit hatten, in diesem Memorialbuch der Kinder die letzten Adressen anzugeben oder das Lager, aus dem sie deportiert wurden. So ist in den letzten 10 Jahren sind die Gedenktafeln an diese jüdischen Kinder überall in Frankreich erschienen. Meistens an Schulen. Es haben sich Lehrerteams zusammengestellt, denn wenn man die Adresse eines Kindes hat und man sieht, welches war die naheliegende Schule, dann konnte man eben in den Archiven der Schule, wenn es die noch gab, herausfinden, wer war hier ein jüdisches Kind. Und wenn man das Kind auf der Deportationsliste fand, wurde dann eben an dieser Schule eine Gedenktafel angebracht. In Deutschland haben sie hier die Stolpersteine. In Frankreich werden im Allgemeinen die Gedenktafeln an den Schulen oder an den Häusern oder auch in den Parks angebracht. Und wir als FICFI haben an vielen Gedenkfeiern teilgenommen. Und ich muss sagen, wir sind immer sehr beeindruckt, dass wir, wenn wir durch Frankreich reisen, in die kleinsten Orte in Frankreich kommen, wo man wirklich, also es ist ein kleines Dorf manchmal, und dort lebten die jüdischen Familien und von dort wurden die jüdischen Familien deportiert. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, ist die Arbeit der Erinnerung, die unbedingt weiter erhalten werden muss. Die Ausstellung ist in Deutschland ungefähr, glaube ich, ein Jahr in den deutschen Bahnhöfen gelaufen. Im Gegenteil zu Frankreich, wo ich schon sagte, dass wir das Glück hatten, dass uns die SNCF sehr geholfen hatte. Die SNCF übernahm die Transporte von der einen Stadt in die andere. Die SNCF hatte auch die Tafeln dann aufgestellt.
Und vor allen Dingen, was wichtig war, sie hat uns die wirklich in den Bahnhöfen, also ganz zentral gelegene Räume zur Verfügung gestellt. Hier in Deutschland war es etwas weniger. Mit unserer Gruppe, die Fiese Vieh, waren wir in einigen, zu einigen Eröffnungen gewesen. Und ich weiß zum Beispiel, in Frankfurt musste man eine Treppe hochgehen. Das war oben in einem Saal. In einem anderen, in einer anderen Stadt war es in einer, in dem, ich glaube, im Koffertunnel gewesen. In einem anderen Bahnhof war es in einem Fürstenraum. Jedenfalls, es war nicht so zentral gelegen wie in Frankreich. Aber trotz allem für uns war es wichtig gewesen, dass die DB auch ihren Verpflichtungen nachkam und es akzeptierte, diese Ausstellung zu zeigen. Sie ist, also sagte ich, schon ein Jahr durch die Bahnhöfe in Deutschland gelaufen. Und dann hat jetzt Frau Kill, die Sie hier kennengelernt haben, ich weiß nicht, sie hat die Ausstellung hier eröffnet, hat sich dann zur Aufgabe gemacht, diese Ausstellung auch dann privat anzubieten an Rathäuser, an jüdische Gemeinden. Also sie läuft, wie heute hier bei Ihnen, sie läuft durch andere Institutionen. Hoffen wir, dass sie noch lange ihr langes Leben haben wird. Wir jedenfalls in Frankreich haben die Möglichkeit, im nächsten Jahr unsere ganzen Ausstellungstafeln, denn es sind wir haben über 250 Panneaus zusammengestellt. Die werden jetzt eines Tages in einer Dauerausstellung in einem Lager gezeigt in Südfrankreich. Ich weiß nicht, ob jemand sich den Namen kennt. Le Camp-les-Milles, das ist in der Nähe von Aix-en-Provence. Das war damals die Ziegelfabrik, wo eben auch viele deutsche Juden interniert waren. Und es wird ein Museum dort eröffnet. Und in diesem Museum werden all die Tafeln der jüdischen Kinder, die aus Frankreich deportiert wurden, zu einer Dauerausstellung, in einer Dauerausstellung gezeigt werden. Also unsere Ausstellung, die der jüdischen Kinder, hat ein Endziel. Sie wird in einem Museum also noch gezeigt werden, wenn wir schon nicht mehr da sind, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Wie ich schon sagte, also wir haben als Fiese Vieh eben die Gelegenheit gehabt, für das Gedenken in viel zu tun mit den vielen Büchern des Mémorial des Juifs Déportés de France, das Kindergedenkbuch Vichy Auschwitz. Mein Mann ist jetzt gerade dabei. Wie ich schon sagte, wir haben für das Buch der jüdischen Kinder aus Frankreich deportiert die letzten Adressen angeben können. Mein Mann ist jetzt dabei, für all die 76.000 Juden, also für die Erwachsenen, auch eine letzte Adresse anzugeben. Das ist natürlich unwahrscheinliche Arbeit. Das sind die vielen Reisen durch die ganzen Landesarchive in Frankreich. Wir haben also durch diese Tatsache, dass wir die Adressen haben, auch Familien zusammentragen können. Denn manchmal, wenn diese Familie, wie ich schon sagte, im Allgemeinen, wie Sie auch hier auf den Tafeln lesen können, die Kinder wurden oft getrennt von den Eltern deportiert. Und der Hauptteil der Juden aus Frankreich waren ja ausländische Juden gewesen. Die Namen wurden unterschiedlich geschrieben. Ein Familienmitglied hatte den Namen so geschrieben, ein anderes so. Und die Tatsache, dass wir jetzt die Adressen haben, da konnten wir Vater, Mutter und Kinder zusammenbringen, weil sie eher von der gleichen Adresse deportiert wurden. Sehen Sie, das ist eine wunderbare Arbeit, die wir durchführen und die wahrscheinlich in keinem anderen europäischen Land, das von den Deutschen besetzt wurde, von wo die Juden deportiert wurden, durchgeführt wurde. Dieses Memorialbuch der Kinderfotos ist nirgendwo durchgeführt worden. Nicht mal in Deutschland gibt es dieses Memorialbuch der jüdischen Kinder aus Frankreich deportiert. Es gibt wohl die vielen Gedenkbücher hier in den deutschen Städten. Ich weiß, Saarbrücken hat wahrscheinlich auch eins. Jede deutsche Stadt hat eigentlich ein Gedenkbuch heute der Juden aufgestellt. Aber im Allgemeinen, die Fotos, die dann gezeigt werden, sind die Personalfotos von den älteren Juden, also Kinderfotos, gibt es eigentlich recht wenig. Und wir haben diese Fotos eigentlich auch nur zusammentragen können, weil wir jahrelang, nachdem wir das erste Buch veröffentlicht haben, weltweit uns an die Überlebenden gewandt haben, in Amerika, in Israel. Wir haben Aufrufe gemacht. Und so haben wir langsam diese Kinderfotos von den Überlebenden erhalten und sie veröffentlichen können. Aber es ist ja nicht nur die Aufgabe der Fiese Vieh gewesen, die Opfer ins Leben zurückzubringen. Wir sind eine Organisation, würde ich sagen, die einzigartig ist, die auch gewollt hat, dass die Verantwortlichen der Deportation dieser Juden vor Gericht gestellt werden. Und wie ich schon sagte, Sie sprachen von der Kissinger-Ohrfeige. In der Tat, das war mein erster Auftritt, würde ich sagen, öffentlicher Auftritt, der mich berühmt gemacht hat.
für das, nicht für das Bundesverdienstkreuz natürlich, aber zumindest und als 1969 Kiesinger abtreten musste, dank meines Engagements und Willy Brandt, für den ich mich immer eingesetzt hatte, Bundeskanzler wurde, dachte ich, nun gut, vielleicht ist für mich als Deutsche, die ihren historischen und moralischen Pflichten nachkommt, die Arbeit beendet. Und als ich dann eines Tages die Zeitung aufmachte, als die neue Regierung gegründet wurde unter Brandt, und sah ich, dass die FDP und die SPD sich zusammengetan hatten, und es war wahrscheinlich eine Verabredung gewesen zwischen Scheel und Brandt, die einen FDP-Mann als Europakommissar nach Brüssel schicken wollten. Und als wir den Namen Ernst Achenbach sahen, den Sie auch im Buch jetzt das Amt, der hat sein großes Kapitel da drin, als wir sahen, dass Ernst Achenbach, der damals während des Krieges die politische Abteilung der Deutschen Botschaft in Frankreich leitete, als Europakommissar nach Brüssel geschickt werden sollte, in die Länder, die von den Deutschen besetzt waren, war das für uns also unmöglich, wir mussten unbedingt protestieren. Und wie immer haben wir die Dokumente zusammengetragen über Achenbach. Ich bin dann nach Den Haag gereist, nach Brüssel, habe die Dokumente unterbreitet. Und nachdem alle Zeitungen berichteten und viele sich engagiert hatten gegen diese Nominierung, musste die Regierung unter Bundeskanzler Brandt auf den Kandidaten Ernst Achenbach verzichten. Und ich weiß nicht wer, aber jedenfalls wurde ein anderer Kandidat benannt. Sie sehen, das war eine Arbeit, die uns eigentlich omnipräsent machte, denn wir waren in diese Dokumente eingearbeitet und konnten natürlich in dem Augenblick, als wir wussten, dass Achenbach, der in Frankreich für die Deportation auch vom polnischen Juden verantwortlich war, dass der nicht in Brüssel Deutschland vertreten konnte. Wir hätten dann vielleicht auch sagen können, gut, unsere Arbeit ist beendet, aber dann eben wurde uns klar, dass all die NS-Verbrecher, die in Frankreich tätig waren, unbestraft leben konnten. Die Situation war damals recht kompliziert gewesen, denn es war ein deutsch-französisches Abkommen nach dem Krieg geschlossen worden, in dem die Franzosen den Deutschen, die NS-Verbrecher waren während des Krieges von französischen Militärgerichten in Abwesenheit verurteilt worden, zu lebenslang oder zum Tode, wie zum Beispiel Klaus Barbie war zweimal zum Tode verurteilt worden. Der Vertrag untersagte den deutschen Gerichten, diese NS-Verbrecher, die alle in Deutschland lebten, vor Gericht zu stellen. Sie hatten Angst gehabt, dass sie vor deutsche Gerichte gestellt würden, sie zu geringen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Die Situation wurde natürlich unerträglich, besonders es war ein Fall von Lamerding, verantwortlich damals für das Massaker in Oradour-sur-Glane, der mit seinem Lastwagen Deutschland durchquerte, und wenn die Widerstandskämpfer in Frankreich sahen, Lamerding lebte unbestraft und hatte eine große Transportfirma in Deutschland. Das war ein Aufruf und ein Aufbegehren in Frankreich, und das hat uns dann eben dazu gezwungen, uns dafür zu engagieren, dass hier etwas geschehen muss. Wir waren dann in diese Lage eben, wir begriffen, dass die Lage kompliziert war. Die Franzosen hatten den Deutschen verboten, diese NS-Verbrecher wieder in Deutschland zu verurteilen. Es hätte ein Zusatzabkommen abgeschlossen werden müssen, das deutschen Gerichten die Möglichkeit gibt, diese Verfahren wieder aufzunehmen. Was dann unterzeichnet wurde, 1971, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde, ist zwischen Frankreich und Deutschland ein neues Zusatzabkommen unterzeichnet worden, das die Möglichkeit gab, jetzt diese NS-Verbrecher wie Lischka, Hagen, Heinrichsen, Barbie, Brünner, beide waren ja schon außerhalb Deutschlands, vor deutsche Gerichte zu stellen. Aber was war unsere Überraschung, als wir die Zeitung aufmachten? Der Deutsche Bundestag stellte sich von Anfang an gegen die Ratifizierung dieses Vertrages. Und einer, der wieder hier federführend war als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, war Ernst Achenbach, der schon immer gesagt hat, man muss verzeihen, man muss verzeihen, und man darf sich nicht darauf konzentrieren, die Menschen, die damals, die Männer, die unter dem Nazi-Regime gehandelt haben, heute noch zu verfolgen.
Und das war dann eben der Anfang für unsere Gruppe, hier aktiv zu werden. Sie sagten schon, in einem Interview ist genannt worden, dass wir uns dann aktiv engagierten und auch illegal handelten. Es war sehr schwer in der Zeit, sich gegen die deutsche politische Gesellschaft zu stellen. Und Serge und ich waren am Anfang wirklich allein gewesen. Wir beide, Serge als Jude, dessen Vater in Auschwitz ums Leben kam, ich als Deutsche, mein Vater war in der deutschen Wehrmacht gewesen, und ich hatte aber als ich nach Paris kam, eben das Glück, Serge recht kurze Zeit danach kennenzulernen, und Serge als Historiker hatte nachgeholt, was in deutschen Schulen nicht geschah, mich zu informieren, was zwischen 1933 und 1945 geschehen war. Das war für mich vielleicht schon der Anlass gewesen, mich irgendwie verantwortlich zu fühlen, nicht schuldig, aber verantwortlich, und eben auch mich zu engagieren. Wir haben dann eben dank unseres Engagements eine Gruppe von Juden um uns herum gruppieren können. Meistens, wie ich schon sagte, die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich, die ihre Eltern verloren hatten, Eltern oder Geschwister. Und wir mussten dann eben zusehen, obwohl wir die NS-Verbrecher entlarven konnten, Lischka Hagen Heinrichsen, Heinrichsen war Bürgermeister geworden in Bayern, Bürgermeister und Rechtsanwalt. Lischka war in einer Importfirma in Köln, Hagen war Geschäftsmann geworden. Es waren viele andere Beispiele von Senatspräsidenten. Sie hatten alle nach dem Krieg ihre Funktion, wenn sie während des Krieges ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben, sie es nach dem Kriege gemacht und kam in die Ämter, die sie schon während des Krieges für sich vorgesehen hatten. Es war sehr, sehr schwer, denn im Allgemeinen die deutsche politische Gesellschaft war nicht bereit, diesen NS-Verbrecher zu verurteilen. Sie sehen heute, man versucht, gegen einen Juck vorzugehen, der in einem Zustand ist, gesundheitlich, wo man überhaupt nicht mehr verurteilen kann. Es ist kein Deutscher, es ist ein Ukrainer, der sich retten wollte, indem er den Deutschen half, in Sobibor. Aber das ist kein Prozess, würde ich sagen, der historisch ist und der heute noch viel bringen kann. Einerseits ist es natürlich sehr gut, dass man auch bis zum letzten Atemzug, ich würde sagen, wahrscheinlich Demjanjuk ist in seinem letzten Atemzug heute, dass man sie auch noch verfolgen kann. Das heißt, NS-Verbrecher müssen davon ausgehen, dass man sie eines Tages noch belangen kann. Aber diese Prozesse sind nicht symbolisch, wie es damals der Eichmann-Prozess war. Der war aber auch nur symbolisch, weil der Mossad ihn aus Argentinien nach Israel verbrachte. Wir hatten das Problem gehabt, dass wir wussten, wo sind Lischka Hagen Heinrichsen, aber wir hatten nicht die Möglichkeit, jetzt etwas gegen sie zu unternehmen. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt waren die Franzosen auch nicht allzu sehr engagiert. Sie ließen uns wohl machen, aber sie waren nicht unbedingt bereit, uns zu unterstützen. Und deswegen haben wir eben entschlossen, uns mit Methoden zu engagieren, die damals noch nicht so, keine Gewaltaktionen, zumindest mit Methoden, die noch nicht so geläufig waren. Zum Beispiel Lischka lebte nicht weit vom Kölner Hauptbahnhof entfernt. Es gab damals einen Nachtzug, der uns von Paris nach Köln brachte. Am Morgen wurde ein kleines Frühstück im Bahnhof eingenommen und kurze Zeit danach standen wir vor seinem Büro. Die Fensterscheiben wurden eingeschlagen mit dem Ruf, Lischka muss verurteilt werden. Diese Aktionen hatten wir mehrere Mal wiederholt, aber das brachte auch dazu, dass sich die Zeitungen, natürlich, es kam zu Demonstrationen, unsere Mitglieder wurden festgenommen, es gab einen Prozess sogar in Köln gegen die Demonstranten, aber die Zeitungen sprachen auf einmal über Lischka Hagen Heinrichsen. Und wir hatten dann, als wir wieder sahen, dass die Sache etwas langsamer wurde, hatten wir dann der Vertrag nicht ratifiziert werden würde, hatten wir eben versucht, Lischka nicht freiwillig, aber mit Gewalt nach Frankreich zu verbringen. Das heißt, wir wollten ihn in Paris in sein Büro setzen, wo er während des Krieges war, Place Beauvoir, Journalisten bestellen, und dann hätte die französische Militärjustiz sagen müssen, gut, der Vertrag ist in Deutschland nicht ratifiziert, er muss in Frankreich verurteilt werden. Leider ist natürlich der Entführungsversuch damals schiefgelaufen, aber ich habe mich dann freiwillig der deutschen Justiz gestellt. Ich bin nach Deutschland zurückgereist und habe gesagt, eine französische Gruppe wollte Lischka entführen, weil er in Deutschland nicht verurteilt werden konnte. Ich bin dann verurteilt worden.
Ich saß drei Wochen im Gefängnis. Aber jedes Mal haben diese Aktion die Aufmerksamkeit der deutschen politischen Gesellschaft auf das Verfahren, auf das Problem aufmerksam gemacht. Es hatte dann, ich sagte, 71 das deutsch-französische Zusatzabkommen unterzeichnet worden und 1975 ist der Vertrag ratifiziert worden. Achenbach musste abtreten und es dauerte dann nochmal 4 Jahre, bis 1979 der Prozess in Köln eröffnet wurde. Und auch hier, wie ich schon sagte, unsere Gruppe war aktiv. Es gab, wir haben von 71 bis 79 ständig demonstriert in Deutschland. Das waren Demonstrationen, die man damals in Deutschland noch nicht gesehen hatte. Wir hatten zu dem ersten Verhandlungstag in Köln Tausende von Juden anreisen lassen, einem Sonderzug, die durch die Straßen von Köln marschierten. Dieses Engagement war stark gewesen und zeigt eben auch der deutschen politischen Gesellschaft, dass hier ein Verlangen der französischen Juden war, diesen Prozess durchzuführen. Und ohne dieses Engagement, ich sagte das manchmal mit viel illegalen Aktionen durchgeführt, wie ein Führungsversuch von Kurt Lischka. Mein Mann ist eines Tages mal vor dem Lischka-Büro gewesen, hat ihn mit einem Revolver bedroht, obwohl der nicht geladen war. Diese ganzen Aktionen haben eben dann erreicht, was wir mit legalen Mitteln nie erreicht hätten, dass erst der Vertrag ratifiziert wurde und dass die deutsche Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnimmt, die Anklageschrift durchführt und dann eben auch, wir hatten das Glück und wir haben auch darauf bestanden, dass ein Richter, ein junger Richter, der auf keinen Fall in der Nazi-Vergangenheit verwickelt war, Vorsitzender dieses Gerichts war und die Strafen waren dann verhältnismäßig wenig, aber es konnte ja nur Beihilfe zum Mord sein. Es waren 6, 10 und 12 Jahre Gefängnisstrafen. Aber zumindest die Lischka und Hagenheinz, die wir vorher getroffen hatten, ihren Wohnungen, wir haben sie interviewt. Nicht einer von ihnen hat irgendwie jemals, als wir ihnen die Dokumente zeigten, die sie unterschrieben hatten, nie ein Wort des Bedauerns gehabt. Sie haben das immer abgelehnt, gesagt, das habe ich nur administrativ und verwaltungstechnisch unterzeichnet. Ich wusste gar nicht, was mit den Juden geschah, die nach Auschwitz deportiert wurden. Und im Allgemeinen waren sie gegen uns verärgert, da wir ihren ruhigen Lebensabend störten. Und dass die dann eines Tages 1979 in Köln vor Gericht gestellt waren, war für sie zu dem Zeitpunkt, als wir sie trafen, bestimmt nicht, das hatten sie bestimmt nicht erwartet. Und während dieser Zeit auch 1971 fielen wir auf einen anderen Fall, der auch vielleicht den Kölner Prozess verhindern können. 1971, Sie erinnern sich an die Affäre Klaus Barbie, die damit begann, dass im Februar 1971 mein Mann im jüdischen Dokumentationszentrum eine achtseitige Erklärung fand, Einstellungserklärung von einem Staatsanwalt in München, Staatsanwalt Rabel. Es war 1960 von der VVN hier in Deutschland ein Anklage erhoben worden gegen Klaus Barbie für die Hinrichtung von Widerstandskämpfern in Frankreich und vor allen Dingen auch für die Deportation von den jüdischen Kindern aus dem jüdischen Kinderheim von Isieux. Und mein Mann brachte mir am Abend diese Anklageschrift, diese Einstellungsverfahren auf Deutsch nach Hause und sagte, guck mal hier, was hier drin steht, übersetzt es mal. Und als ich dann die Einstellung, Begründung durchsah, dachte ich, es kann doch nicht sein. Für die Widerstandskämpfe angeblich hätte es niemals Augenzeugen geben können, dass Barbie sie im Fort Montluc in Lyon ermordet hatte. Aber für die Tatsache, dass Klaus Barbie im April, das war der 7. April 1944, kurz vor Ende des Krieges, noch 44 die jüdischen Kinder aus dem Kinderheim von Isieux hat deportieren können. Isieux, ich weiß nicht, ob jemand in Isieux war, liegt 100 Kilometer von Lyon entfernt in den Bergen. Diese Kinder waren keine Bedrohung für die deutsche Besatzung in Frankreich, aber Barbie wollte in letzter Minute eben noch die Züge füllen und hatte dieses berühmte Telex geschrieben, Aushebung des jüdischen Kinderheims in Isieux. Hätten wir diese Einstellungsverfahren nicht bekämpft, hätte ein Staatsanwalt im Kölner Prozess das wieder aufgegriffen und gesagt, ja, aber wie kann man beweisen, dass Lischka Hagen-Heinrichsen das Schicksal der Juden, die sie nach Auschwitz deportierten, kannte? Also war es sehr gefährlich geworden und wir mussten etwas unternehmen.
Und auch hier haben wir sofort verstanden, dass wir mit Mitteln arbeiten müssen, die nicht ganz traditionell sind. Ich habe dann versucht, also in Frankreich diejenigen zusammenzubringen, die also unter Barbie gelitten hatten. Und vor allen Dingen, wir haben dann eben auch eine Demonstration, wie immer, in München durchgeführt. Und zwar, ich habe im Telefonbuch in Paris die Namen der Kinder herausgesucht, die aus Isieux deportiert wurden. Und da gab es zwei Mütter, Frau Benguigui und Frau Hallenbrunner. Beide lebten in Paris. Und ich bin dann zu Frau Benguigui gegangen und habe gesagt, sie hatte ihre drei Söhne aus Isieux deportiert. Ich sage, Frau Benguigui, wir fahren es war einige Monate später, ich hatte eine Gruppe in Lyon zusammengestellt, das waren die Widerstandskämpfer, die Freunde von Jean Moulin, der Chef der inneren Resistance in Frankreich, war von Barbie zu Tode gefoltert worden. Wir reisen nach München und wir protestieren vor dem Gericht gegen die Einstellung, das Einstellungsverfahren gegen Klaus Barbie. Bon, die Reise kam zustande. Ich würde sagen, die Widerstandskämpfer waren also mehr oder weniger relax, sah nicht den Willen, dass sie irgendwas erreichen wollten. Und es war sogar so weit, dass ich, als sie einen Besuch beim französischen Konsul in München angesagt hatten, sie sagten dann dazu vor mir zu mir, Frau Klarsfeld, Sie können zum französischen Konsul nicht kommen. Sie haben mir eines Tages mal den Kurt-Georg Kiesinger geohrfeigt. Also sehen Sie, so weit kam es auch noch. Und ich sagte dann zu Frau Benguigui, also die Gruppe fuhr am Abend selbst nach Paris zurück. Ich sagte, Frau Benguigui, Ihre drei Söhne sind deportiert worden aus Isieux. Wir können das nicht zulassen. Wir müssen am nächsten Tag uns vor das Gericht stellen und dann sagen Sie, Sie starten einen Hungerstreik, solange das Verfahren nicht wieder aufgenommen ist. Und Frau Benguigui von 9 Uhr bis 6 Uhr abends saß vor dem Gericht in Köln. Es war kalt gewesen. Wir beide Frauen, sie die Jüdin und ich die nicht-deutsche Nicht-Jüdin. Und die Journalisten kamen natürlich und befragten uns. Und am Abend, selbst um 6 Uhr abends, ließ uns der Staatsanwalt in sein Büro hinrufen und sagte, nun gut, wenn Sie mir neue Argumente bringen können, dass Barbie das Schicksal der Kinder kennen musste, das heißt der Tod, dann werde ich das Verfahren wieder aufnehmen. Wir haben dann in Paris zurück versucht zu sehen, wie kann man beweisen, dass Barbie das Schicksal kannte. Wir haben dann einen jüdischen Chef einer jüdischen Organisation gefunden, der von einem anderen Chef, der in Lyon tätig war, gehört hatte. Eines Tages hat er Barbie in Lyon getroffen und hatte interveniert für Juden, die in Fort-Montluc hingerichtet werden sollten. Und es war Herr Geismann, der dann später Rechtsanwalt war in Frankreich, als wir ihn trafen. Und Klaus Barbie hat ihm gesagt, nun gut, also ob ich die hier in Fort-Montluc erschießen lasse oder der Geismann hatte gesagt, also versuchen Sie doch zum Arbeitsersatz in den Osten zu verschicken. Daraufhin hatte Barbie geantwortet, in Fort-Montluc hinzurichten oder zum Arbeitsansatz oder zum Osten deportieren, das Schicksal ist das gleiche, das heißt der Tod. Und das war eben dann für uns die Auslöser, das Dokument, das eben den Staatsanwalt in München veranlasst hat, das Verfahren wieder aufzunehmen. Darauf eben die Folgen, das Foto von Klaus Barbie wurde in der Süddeutschen Zeitung gezeigt. Ein Deutscher, der in Lima lebte, im Nebenhaus von einem anderen Essverbrecher, von einem Schwenn, in dem wo Klaus Barbie, obwohl er nach Bolivien gekommen war, lebte und uns mit dem Staatsanwalt in Verbindung trat und sagte, also ich glaube hier, dieser bolivianische Businessman, Klaus Altmann ist sein Name, ist bestimmt Klaus Barbie, er sieht ihm sehr ähnlich. Und dann haben wir mit dem Staatsanwalt in München eben zusammengearbeitet. Wir konnten die Person, die Namen und Geburtsdaten der Kinder von Klaus Barbie von den deutschen Behörden erfahren. Aus Bolivien bekamen wir die Auskünfte über die Familie Klaus Altmann. Es war völlig identisch. Und daraufhin, wie immer, habe ich die Akten zusammengetragen und diesmal mit Hilfe des deutschen Staatsanwalts und habe gesagt, nun gut, er lebt in Lima, ich fahre nach Lima und stelle dann fest, dass Klaus Altmann, der Bolivianer, ist Klaus Barbie. Und als ich in Lima ankam, ist Klaus Barbie über die Grenze nach Bolivien gereist. Ich bin ihm dann gefolgt mit all den Dokumenten, habe dort die Behörden von diesen
Dokumenten unterrichtet. Die Presse hatte sich sehr viel engagiert und es war also jetzt klar, der Chef der Gestapo von Lyon, Klaus Altmann, lebt in Bolivien. Die Franzosen haben dann eine Auslieferung gestellt, die abgelehnt wurde. Es war damals die Diktatur unter Hugo Banza. Barbie hatte auch in Bolivien mit der Geheimpolizei, mit dem Militär zusammengearbeitet und seine Foltermethoden, die er in Lyon angewandt hatte, gegen die Opposanten in Bolivien weitergemacht. Das war also kaum eine Möglichkeit, ihn nach Frankreich auszuliefern. Und deswegen habe ich mich an eine andere jüdische Mutter gewandt, deren Kinder auch aus Isieux deportiert wurden. Das war diesmal Frau Hallenbrunner. Sie hatte zwei Töchter aus Isieux verloren. Sie hatte dann noch ihr Mann ist hingerichtet worden von Klaus Barbie in Lyon. Und ihr Sohn ist getrennt von den beiden anderen Töchtern aus Isieux deportiert worden. Und Frau Hallenbrunner, wie immer auch, sagt, es ist die Initiative und das Engagement der Opfer gewesen, das eben determinant war in unserer Arbeit. Und Frau Hallenbrunner ist dann mit mir in einer zweiten Reise nach La Paz gereist. Wir haben uns vor dem Büro von Klaus Barbie angekettet und die Auslieferung gefordert, die dann natürlich später abgelehnt wurde. Wir haben dann die Überwachung gehabt. Es ist ein Film da gelaufen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn wahrscheinlich gesehen haben. Sie den La Trac, Franca Potente. Ich habe eine deutsche Freundin gehabt, die dann in Kontakt mit den in Bolivien war, die sich im Umkreis von Klaus Barbie eingeschlichen hatte. Also wir wussten zumindest, was seine Intention war. Und als dann in den 80er Jahren die Regierung gestürzt wurde und die Sozialisten an die Macht kamen, war für uns wieder die Möglichkeit, jetzt uns zu engagieren. Und wir hatten dann auch, wie immer, schon versucht, Klaus Barbie zu entführen, was allerdings nicht geklappt hatte, denn die Gruppe, die wir zusammengestellt hatten, war dazu nicht in der Lage. Unser Anliegen war, ihn aus La Paz nach Chile zu verbringen. Das war die Zeit unter Allende und von dort mit dem Schiff nach Frankreich. Aber etwas später, eben als die neue Regierung an die Macht kam, wurde dieses dann nachgeholt und Klaus Barbie ist dann von Bolivien ausgewiesen worden, nicht ausgeliefert, ausgewiesen, denn einer derjenigen, der zu unserer Entführungsgruppe gehörte, Gustavo Sanchez Salazar, ist Staatssekretär in der neuen Regierung geworden. Er hat ihm die bolivianische Staatsangehörigkeit aberkannt und so ist er dann von La Paz nach Guayana und von dort nach Port-Montluc verbracht worden, wo er seine Verbrechen begangen hatte. Also Sie sehen, das ist in der Tat immer die Aktion von den Opfern gewesen, die determinant war. Es war niemals ein Gefühl der Rache, aber was ich auch bei den beiden jüdischen Müttern, mit denen ich ja nun demonstriert hatte, empfunden hatte, war dieses Gefühl, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und natürlich auch das Leiden, dass sie nach dem Kriege die Kinder verloren zu haben, den Mann verloren zu haben, war für sie dann eben doch so stark, dass sie sich über vieles hinwegsetzten, keine Gefahren, nicht von den Gefahren zurückschreckten. Wir hätten natürlich in La Paz, hätte uns irgendwas passieren können, aber sie wussten, dass sie das tun müssen. Beide Mütter waren noch im Prozess, der 1986 in Lyon stattfand, waren noch am Leben und konnten noch in diesem Prozess aussagen und starben dann kurz danach. Sie sehen, das war eine Arbeit, die einerseits war, die Verbrecher zu bestrafen, aber andererseits auch mit den Büchern, die wir dann veröffentlicht haben, das Buch von Die Kinder von Isieux, dann ein Buch von Georgi Alpern, sehe ich gerade vor mir. Das war ein kleiner österreichischer Junge, der deportiert wurde aus Frankreich. Und von Georgi Alpern haben wir sogar viele Dokumente bekommen. Ich habe seine Familie noch in Haifa gesehen. Die Familie wollte, denn wir haben für alle die jüdischen Kinder aus Isieux Nebenkläger gefunden, die uns natürlich auch die Fotos gaben. Bloß die Familie von Georgi Alpern wollte nicht zum Prozess kommen. Es war auch eine Familie, ich habe sie beide in Haifa getroffen. Und die haben niemals, sie wollten niemals
sich damit abfinden, dass ihr Sohn deportiert wurde. Sie haben dann, ich habe es auch in dem Buch gezeigt, sie haben noch in den 70er Jahren Suchanzeigen gemacht über Arolsen, überall in Zeitungen und wollten eben wissen, wer weiß, was mit unserem Sohn Georgi Alpern geschehen ist. Jedenfalls der Abari-Prozess war ein Prozess, der sehr wichtig war, lebenslange verurteilt zu lebenslang. Wir haben es leider nicht geschafft, gegen einen vorzugehen und einen vor Gericht zu stellen. Es war ein anderer, der genauso Kinder hasste und nicht davor zurückschreckte, sie in letzter Minute zu entführen. Das war Alois Brunner, der zuerst die Juden aus aus Österreich deportierte, dann die Juden aus Berlin, der dann der Chef im Lager von Drancy war, der mein Schwiegervater in Nizza festnahm. Und Alois Brunner hatte noch im April 1944 angeordnet, 200 jüdische Kinder aus den Kinderheimen um Paris herum festzunehmen und fast mit den letzten Deportationszügen nach Auschwitz zu verbringen. Sehen Sie, das sind die Arbeiten, die diese französische Gruppe der Juden aus Frankreich durchgeführt hat. Es ist die Arbeit, würde ich sagen, die NS-Verbrecher zu verurteilen, die für den Tod der Eltern verantwortlich waren. Und seit diesem Zeitpunkt auch die Erinnerungsarbeit. Wir haben in unserer Gruppe mehrere, die sich zusammengetan haben, Organisationen, die heißen, es sind Gruppen, die versuchen, wie ich schon sagte vorhin, in den Schulen nachzuforschen, wer sind die jüdischen Kinder, die hier deportiert wurden. Und in den letzten 10 Jahren, sind Tausende von Gedenktafeln angebracht werden. Wenn man mir mal die Frage stellt, was wird die Zukunft bringen, die Gedenkarbeit. Aber das ist Gedenkarbeit. Wenn heute in einem ganz kleinen Ort, verloren in Frankreich, in den Bergen, jemand vor einer Tafel steht und sieht, 1942, 1943 wurde hier die Familie so und so festgenommen, deportiert, Kinder getrennt von den Eltern. Das ist heute für die Jugend etwas sehr, sehr Wichtiges, um zu sehen, warum musste diese Familie deportiert worden, es hatte diese Familie verbrochen gar nichts, sie war jüdisch gewesen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und die Gedenkarbeit von uns wird weitergetragen. Ich sagte ja, das ist die letzte Veröffentlichung meines Mannes, wird es sein, für all die 76.000 Juden aus Frankreich deportiert, die letzte Adresse zu geben. Und wir haben also in vielen, vielen Gedenkfeiern teilgenommen. Am Sonntag hatten wir eine Gedenkfeier am Mont Valérien in Frankreich, wo die Widerstandskämpfer hingerichtet wurden. Und von den über 1.000 Widerstandskämpfern, die hingerichtet waren, waren 174 Juden gewesen. Man sagt immer, die Juden sind wie die Lämmer zum Schlachthof gegangen. Aber unter den Widerstandskämpfern in Frankreich waren viele, viele Juden gewesen, die sich dem Deutschen widersetzt haben und die hingerichtet wurden. Also viele waren kommunistisch und jüdisch, aber sie sind hingerichtet worden. Und wir haben also in all diesen Feierlichkeiten, die wir seit Jahren durchführen mit unseren Fisifi, jedes Mal was vielleicht von Deutschland ein bisschen unterschiedlich ist, in all den Gedenkfeiern in Frankreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wir haben zumindest den Präfekten, wir haben den Bürgermeister, wir haben die Abgeordneten aus der Umgebung, die zu den Feierlichkeiten kommen. Und ich weiß, ist in Deutschland auch so, ich glaube es nicht so, nicht, dass da also... Jedenfalls in Frankreich ist es also für jede Gedenkfeier ist es von der Stadtverwaltung und von den Autoritäten also sehr, sehr, sehr unterstützt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Auch noch vor 2 Jahren hatte unser Präsident Nicolas Sarkozy in einem Abendessen, das jedes Jahr für die jüdische Gemeinde gegeben wird, das heißt Le Dîner du Premier Ministre, die Idee eingebracht, dass die Lehrer in Frankreich die ungefähr zusammen mit Kindern, die so zwischen 12 und 14 sind, zusammentun, die Geschichtslehrer und die Arbeit und aufarbeiten das Schicksal der 11.400 Kinder. Das heißt, die Lehrer bilden kleine Gruppen von Kindern. Sie nehmen sich einer oder mehrerer jüdischer Kinder an und versuchen, das Schicksal nachzuverfolgen. Was uns neue Fotos gebracht hat, denn im Allgemeinen, wenn diese Lehrerin in irgendeinem kleinen Ort in Frankreich lebt und mit ihren Schulkindern dort an diesem Schicksal arbeitet, die gehen ins Rathaus. Und oft gibt es noch Archive dort, denn ich meine, die Juden, die dort überwacht waren, mussten Lebensmittelkarten haben. Es gibt dann noch Archive und so kommen wir langsam und langsam an viele und viele, viele Dokumente heran.
Und das ist eine sehr wichtige Arbeit, die weitergeführt werden muss. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns also auch einen großen Kreis da eröffnet haben. Nicht nur hier die FICFI, die Déportative de France, sondern auch unter diesen ganzen Gruppen sind viele Lehrer, also die nicht Juden sind und die an dieser Arbeit teilnehmen. Und ich sagte, diese Aufstellung hier macht mir viel Freude, dass Sie hier auch und hier in Saarbrücken, Sie haben ja hier gerade die Tafel auch Kinder aus dem Saarland deportiert, dass diese Ausstellung weiterreisen kann. Und wie ich vorhin schon sagte, sie wird eines Tages, vielleicht in 2011, ihr Ende finden in einer permanenten Ausstellung im Lager in Les Milles. Und wo sie, also das ist in der Nähe von Aix-en-Provence in Marseille, und wo viele, viele Schulklassen hinkommen werden und diese Ausstellung und auch die allgemein das Museum von Les Milles besichtigen können. Diese Arbeit ist sehr wichtig und wir werden sie weiterführen. Und ich glaube, was das Problem der Netzverbrecher angeht, wenn man mal die Frage stellt, ja, aber wollen Sie noch einen verfolgen? Ich sage nur mal, es gibt heute keinen mehr, den man verfolgen kann, denn im Allgemeinen sind die in einem Alter, wo sie überhaupt nicht mehr vor Gericht gestellt werden können, Fall Demjanjuk. Aber es ist natürlich wichtig, dass man noch durch auch die Kampagne vom Wiesenthal-Center, dass man sagen kann, solange sie noch am Leben sind, müssen sie befürchten, dass sie vor Gericht gestellt werden können, was natürlich nicht durchgeführt werden kann. Aber zumindest die Nachricht muss kommen, sie sind nicht unbestraft. Und für die Opfer ist es vielleicht auch was Wunderbares zu wissen, dass auch heute noch man die Bestrafung der Henker ihrer Angehörigen fordert. Das ist eben die Arbeit, die wir jetzt im Augenblick weiterführen. Sonst, ich würde sagen, wir haben viele andere Engagements natürlich auch, aber besonders diese Arbeit des Gedenkens und der Kinder, das Zusammentragen der Kinderfotos. Ich weiß nicht, ob hier jemand irgendwie Fotos von Kindern hat, die aus Frankreich deportiert wurden, Kinderfotos. Wir haben also auch alle unsere Dokumente schon nach Yad Vashem weitergeleitet. Die Kinderfotos kann man im Musée de la Shoah in Frankreich vom Internet abheben. Also die Informationen sind überall weitergegeben. Das Musée en France ist ein großes Museum geworden, hat sich jetzt erweitert. Sie haben in Deutschland auch die großen Museen, wie das Holocaust-Denkmal, die Wannsee-Villa. Unsere Kinderfotos möchte ich noch hinzufügen, werden gezeigt, nicht nur in den Ausstellungen, aber wir haben all die Kinderfotos im Musée de la Shoah in Paris in einem speziellen Sauraum. Die Kinderfotos werden gezeigt im Musée of Jewish Heritage in New York, in der Nähe vom Battery Park. Diese Ausstellung ist damals im Museum von Clinton, vom Präsident Clinton eingeweiht worden. Wenn Sie nach Auschwitz kommen, im französischen Pavillon in Auschwitz ist ein Saal diesen Kinderfotos gewidmet. Sie sehen, diese Fotos werden überall gezeigt. Und es ist wirklich dank der Initiative unserer Gruppe und meines Mannes, dass diese Kinder nicht spurlos von der Erde verschwunden sind, dass ihr Schicksal heute bekannt ist und dass ihre Gesichter noch gezeigt werden. Danke.